Hallo Menschen, heute kommt von mir der Social Media Book Tag, in dem ich von Mimibooks getaggt wurde. Vielen, vielen Dank. Und es geht los mit Twitter. Dein liebstes kurzes Buch. Hier habe ich mich für etwas entschieden, was ich einfach so oft in die Kamera halten möchte, bis ich das Gefühl habe, dass mehr Leute auf BookTube es lesen. Und zwar sind es die Gedichte von Paul Celan. Hier sind es nur so ein paar ausgewählte. Es gibt natürlich auch eine dicke Gesamtausgabe, aber vielleicht gerade für den Anfang ist sowas Kleines natürlich gut. Und um euch das näher zu bringen, möchte ich einfach mal was vorlesen. Bevor gleich so Fragen kommen wie, worum geht's denn da? Keine Ahnung. Beziehungsweise, ich könnte mir natürlich schon etwas auslegen. Ich halte aber Interpretation immer nicht für das Hauptziel eines Gedichtes, sondern eher die Gefühle, die dadurch in uns entstehen und einfach so die Begeisterung für die Worte, die der Dichter hier wählt. Denn Paul Celan ist meiner Meinung nach einer der besten Autoren, die wir so haben hier. Und zwar möchte ich euch das Gedicht vorlesen, Brandmal. Wir schliefen nicht mehr, denn wir lagen im Uhrwerk der Schwermut und bogen die Zeiger wie Ruten. Und sie schnellten zurück und peitschten die Zeit bis aufs Blut. Und du redetest wachsende Dämmer. Und 12-mal sagte ich du zur Nacht deiner Worte, und sie tat sich auf und blieb offen. Und ich legte ihr ein Aug in den Schoß und flocht ihr das andere ins Haar und schlang zwischen beide die Zündschnur, die offene Ader, und ein junger Blitz schwamm heran. Sind das nicht tolle Bilder? Sind das nicht wahnsinnig gute Worte, die der findet? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe zwar in der Schule extrem gut interpretieren können und immer genau das hingeschrieben, was die Lehrer hören wollten, aber Gedichte sollten meiner Meinung nach nicht nur darauf zielen, dass man irgendwie denkt, ja, der Autor wollte das und das sagen oder das lyrische Ich macht jetzt das und das, sondern halt eher das, was es in uns so auslöst. Deswegen von mir eine absolute Empfehlung für Paul Celan, der Autor, den ich als meinen Lieblingsautoren bezeichnen würde. In der zweiten Frage geht es quasi um Facebook. Ein Buch, bei dem alle gesagt haben, dass du es lesen musst. Jetzt beziehe ich mich hier eher so ein bisschen auf BookTube, denn in meiner Umgebung habe ich zwar auch so zwei Menschen, die mir vielleicht mal Buchempfehlungen geben, aber die meisten Empfehlungen kommen schon eher online. Und zwar wäre das ja The Name of the Wind von Patrick Rothfuss, der erste Teil einer Fantasy-Trilogie, wo der letzte Teil aber noch nicht rausgekommen ist. Und hier habe ich wirklich auf BookTube bestimmt erst so 10 Rezensionen gelesen, bevor ich es mir dann auch gekauft habe. Ich finde es auch gut. Ich glaube, ich fand es damals noch einen Tick besser, weil es das erste Fantasy-Buch war, was ich seit langem gelesen habe und da mal wieder richtig Lust drauf hatte. Im Nachhinein gibt es vielleicht doch so ein, zwei Fehler, oder wo ich mir sage, na gut, das war jetzt vielleicht nicht so perfekt. Aber trotzdem finde ich das eine ganz tolle Welt. Ich mag das Magiesystem und ich bin eigentlich auch so gespannt, was die Hauptperson noch so machen wird. Obwohl ich manchmal das Gefühl habe, dass es eigentlich so ein bisschen eine, also die männliche Version einer Mary Sue ist, sagt man dazu, Gary Sue, ich glaube schon. Also so ein bisschen ein Perfekter, ein sehr, sehr Begabter, der halt so ein, zwei Schwächen hat, die man aber irgendwie nur so reinschleudert, damit er halt nicht ganz so perfekt wirkt. Aber trotzdem beherrscht er halt alles unglaublich gut, ist sehr, sehr intelligent und hat dann auch noch, ist das jetzt schon ein Spoiler? Ja, ich glaube schon. Also er hat, sagen wir mal so, er hat dann so sein erstes sexuelles Abenteuer mit jemandem. Wenn ich jetzt sage, die kennt sich damit aus, dann ist das noch untertrieben. Und natürlich überzeugt er sie voll und ganz, er geht da voll ab und ist so ziemlich der beste Liebhaber, den sie jemals hatte. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir sage, nee, das, naja. Aber grundsätzlich eine Empfehlung ist eigentlich eine ganz interessante Fantasy-Welt. Und dann Tumblr. Ein Buch, das du gelesen hast, bevor es gehypt wurde. Und hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob es da vielleicht schon gehypt wurde, aber ich habe von Extrem laut und unglaublich nah von Jonathan Safran Foer nur von einem einzigen Menschen etwas gehört. Also es war auch eine Tumblrin, die gesagt hat, Mensch, das Buch ist ganz gut und sonst hatte ich nie etwas von diesem Buch gehört. Vielleicht wurde es schon irgendwo besprochen, aber ich habe es mir dann einfach gekauft und auch sehr, sehr gemocht. Es ist ja inzwischen auch verfilmt worden, den Film habe ich noch nicht gesehen, würde es aber trotzdem wirklich empfehlen. Also sowohl für die Aufmachung, also hier gibt es halt so Stellen, wo jemand keinen Platz mehr hat, um in dem Buch zu schreiben. Also es ist eine Wiedergabe eines Notizbuches und dann schreibt er erstens immer enger und dann hier fängt er auch an, so übereinander zu schreiben und dann sind halt seitenweise auch so hergedruckt. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Art, mit einem Buch zu spielen, wo es halt nicht nur um den Text an sich geht, sondern wo halt das Medium auch irgendwie genutzt wird und hinten sind auch ein paar Fotos dabei und gefällt mir sehr, sehr gut. Auch inhaltlich ist einer der wenigen Geschichten, wo aus der Sicht eines Kindes erzählt wird, was mir sehr, sehr gut gefällt. Als nächstes kommt MySpace, ein Buch, bei dem du nicht mehr weißt, ob es dir gefällt oder nicht. Und hier
bei Das erste Gesetz der Magie von Terry Goodkind. Weiß ich nicht einmal, um was es geht. Also ich habe es mir jetzt vor dem Video nochmal durchgelesen und nichts läutet irgendeine Glocke in mir. Sagt man das so? In die Glocke läuten? Ja, Fantasy, es war halt einfach in dieser hübschen Reihe, die ich euch auch schon ein paar Mal ins Bild gehalten habe, finde ich toll. War halt aber auch der erste Band einer irgendwie ellenlangen Serie und die habe ich halt nie weitergelesen und ist halt wirklich High Fantasy, so das klingt. Es gibt einen bösen Magier, bla bla bla, aber keine Ahnung. Mit Instagram kommt mal wieder die Frage nach einem sehr, sehr hübschen Buch auf. In dem Fall so hübsch, dass man es einfach bei Instagram posten musste. Jetzt besitze ich kein Instagram, aber weil in den letzten Tags, wo auch nach schönen Covern gefragt wurde, ich dieses Buch noch gar nicht besaß, möchte ich es nochmal in die Kamera halten. Und zwar ist es The Grace Keepers von Kirsty Logan. Und das finde ich so schön. Es ist halt auch mit diesen silbernen Fäden, diese tolle Illustration. Und ich werde euch unten mal die Einzelrezension dazu verlinken, denn da zeige ich euch nicht nur außen das Buch, sondern auch unter dem Schutzumschlag und dann auch die Vorsatzpapiere, die einfach wunderschön sind. YouTube, ein Buch, von dem du dir wünschtest, dass es verfilmt wird. Ich habe ja schon mal gesagt, ich mag auch irgendwie so actiongeladene Unterhaltungsfilme. Ich gucke zwar auch ganz gerne Dramen, aber auch hier habe ich mich mal wieder für etwas entschieden, was eben eher mich unterhalten würde, als jetzt so geistig anregen. Und zwar ist es dann Metro 2033, beziehungsweise wahrscheinlich eher 2033. Ich sage irgendwie immer 2033. Weil ich glaube, dass das ein richtig mitreißender, so Grusel-Action-Survival-Film wäre, was aber trotzdem, vielleicht mal wenigstens so unterschwellig auch Fragen zur Menschheit aufwerfen würde, aber nicht vordergründig. Und ich glaube, das wäre ganz interessant. Es wurde ja zu einem Spiel gemacht. Gut, vielleicht muss man die Kuh auch nicht komplett ausschlachten, aber wenn das als ein Film sehr, sehr gut funktioniert, dass man das halt selber erlebt, glaube ich, dass man trotzdem einen sehr, sehr guten Film draus machen könnte, der. Und als letztes dann noch Goodreads, ein Buch, das du jedem empfehlen würdest. Neben den Science-Fiction-Dystopien, die ich grundsätzlich immer empfehle, weil es halt so ein bisschen zum Nachdenken über die Gesellschaft anregt, möchte ich noch ein zweites aus dem Science-Fiction-Bereich nennen, was aber eher so ein bisschen philosophische Überlegungen wiedergibt. Und zwar ist das Also sprach Golem von Stanislaw Lem. Und hier finde ich es halt so interessant, dass halt die Stellung des Menschen so als irgendwie höchstes Tier eigentlich in Frage gestellt wird. Eines der so bekannten Sätze dieses Buches lautet: Der Sinn des Boten ist die Botschaft, dass es also überhaupt nicht um den Menschen geht. Wir sind vollkommen unwichtig eigentlich. Das Wichtigste an uns ist eigentlich nur so der DNA-Code, unsere Gene und so. Aber das, was wir vielleicht erreicht haben oder unsere Kultur, das ist relativ nichtig. Und das war zu dem Zeitpunkt, als ich es gelesen habe, zwar keine neue Erkenntnis mehr für mich, aber regt trotzdem zum Nachdenken an, meiner Meinung nach. Und ich finde es eine ganz interessante Idee, dass halt gerade das Werk eines Menschen behandelt, dass die Werke von Menschen eigentlich nichtig sind und es ist in Abständen einfach mal ganz nett, daran wieder erinnert zu werden. Und deswegen von mir halt eine Empfehlung für Leute, die so ein bisschen über die Menschheit nachdenken möchten. Und das sollte im besten Fall jeder sein, auch wenn das natürlich nicht so ist. So, und taggen möchte ich jeden, der so nett ist und mir unten in den Kommentaren entweder seinen Twitter- oder seinen Tumblr-Account verlinkt. Denn auf Tumblr bin ich eigentlich noch so mehr oder weniger aktiv. Twitter war ich jetzt bestimmt seit Monaten nicht mehr, obwohl ich halt so einen Account habe. Und ich glaube, vielleicht, wenn ich da so mehr Booktube-Leute auch hätte, hätte ich mal wieder mehr Lust auf Twitter. Ich würde es zumindest nochmal probieren, falls ich vielleicht ein paar interessante Leute finde. Wenn nicht, lasse ich das, glaube ich, mit Twitter. Wir wären nicht mehr so richtig warm. Ich hatte früher schon mal einen Account da. Der war auch relativ groß und da hatte ich viel so Kommunikation, aber den habe ich, na gelöscht habe ich ihn nicht, aber abgebrochen und nochmal neu angefangen und seitdem reißt mich auf Twitter nichts mehr so richtig mit. Also, falls ihr so nett wärt und mir entweder Twitter oder Tumblr Dinge verlinkt, dann seid ihr auch gleichzeitig für den Social Media Book Tag getaggt. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bis bald!